Hallo zusammen und willkommen zu Phase 4. Ich habe in der Zwischenzeit die Universumshändler aufgekauft, und zwar 5 Stück. Die sind auch schon fleißig dabei, Credits für uns zu generieren. Da steige ich einfach mal rein. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier keine Speicherstände mehr. Die habe ich alle mal gesichert, nur für den Fall, dass irgendwas schief läuft. Und eventuell stelle ich die auch noch online. Muss ich mal gucken. Jetzt haben wir also hier nur diesen einen. Und bei einer Spielzeit sind wir jetzt schon von 4 Tagen. Also ja, ich war recht fleißig. Auch wenn man daran bedenken muss, dass der Sinsa recht viel in der Zeit gelaufen ist. Und wir haben einen Kontostand von 6,5 Millionen. Das klingt auf den ersten Blick recht ordentlich. Aber man muss dann bedenken, dass allein schon die MK3-Software 500.000 kostet. Ein Superfrachter auch nochmal 600.000. Also so viel ist es nicht. Aber neue Schiffe müssen wir uns erstmal ja gar nicht kaufen. Sondern was wir uns in dieser Phase kaufen werden, sind Stationen. Und davon gleich mehrere. Aber alles schön Schritt für Schritt. Erstmal zeige ich euch, was ich so alles in der Zwischenzeit gekauft habe und was wir jetzt noch so kaufen müssen, um unsere Schiffe darauf vorzubereiten, die Station zu beliefern. Also, abdocken. Wegfliegen, da sehen wir schon ein paar von unseren Schiffen, die alle einfach nur so rumstehen und warten, dass sie Befehle bekommen. Denn ich habe alle unsere Schiffe erstmal nach Argon Prime zurückbeordert, damit wir das alles schön Schritt für Schritt machen können. Nochmal Punkt für die Sektorkarte, fliegt bitte da hinten hin. Sinsa an. Du bist schon wieder viel zu hoch. Dich stelle ich mal auf 8 zurück. Jetzt wird ja nebenbei aufgenommen. Da wollen wir nichts riskieren. So. R für Besitztümer. Hier sehen wir jetzt alle unsere Fliegerlinge. Wir haben unsere beiden Erztransporter, unsere Siliziumtransporter. Die schicken wir jetzt alle mal zu dem Ausrüstungsdock. Kommando, Kommandokonsole. Rundruf an meine Schiffe im Sektor. TS und Transportschiffe. Docke an. Argon Prime. Ausrüstungsdock. Warum will er jetzt nicht? Oh ja, die Superfrachter müssen gar nicht. Da brechen wir jetzt einfach mal ab. Kommando abbrechen. Kommando abbrechen. Warum willst du jetzt nicht? Du bist in der Schiffswerft. Da kannst du aber nichts machen. Jedenfalls nicht das, was ich gerne hätte. Kommando, folge mir. Jetzt ist er im Weltall. Kommando, Navigation, Docke an. Ausrüstungsdock. War mal schon besser. Der wollte aufmucken, das geht ja gar nicht. Aber ja, wenn man so viele Schiffe auf einmal beordert, sind auch irgendwann die Andockklammern von den Stationen überfüllt. Da ja auch die NPCs mit andocken, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Also, wenn diese ganzen Merkuren jetzt angedockt sind, kaufen wir den allen die Handelssoftware MK2, wir kaufen allen die Kampfsoftware, wenn sie noch nicht haben, und die Navigationssoftware. Und auch noch alles andere, was nicht allzu teuer ist und in irgendeiner Form praktisch. Denn die sollen unsere Supplier werden, also unsere Ausrüster und An- und Verkäufer für die neuen Stationen. Deswegen können wir sie auch gleich mal umbenennen. Du bist jetzt nicht mehr Erz, du bist Supplier 1. Du bist. Das S können wir schon mal mitnehmen. S Supplier 2. Und sinnigerweise Supplier Römisch 3. So. Alles schön angedockt, so soll das sein. Handel. Wir hätten gerne. Laderaumerweiterung kaufe ich erstmal noch nicht, die kostet viel zu viel. Boosterweiterung müssten alle drei haben, Duplex-Scanner auch. Handelscomputer haben sie auch, Software MK2 haben glaube ich nicht alle, das müssen wir überprüfen. Kampfsoftware haben sie auch. Mineralien-Collector brauchen sie alles nicht, Navigation haben sie. Spezialsoftware. Ja, die nehmen wir mit. Die Spezialsoftware braucht man ja unter anderem auch dafür, dass man die NPCs hin und her schieben kann, was ganz praktisch sein kann später. So, Versorgungssoftware brauchen wir nicht, aber die Warenlogistik kaufen wir mal für beide Schiffe, für alle drei Schiffe. So, das gleiche machen wir bei dem auch. Oh, der hat ja gar nichts. Das arme Schiff, noch nicht mal Triebwerkstuning, das muss alles gekauft werden. Kein Scanner, keine Handelssoftware MK2. Ah, das muss wohl frisch aus der Schiffswerft gekommen sein.
Navigationssoftware, das auch. So, jetzt bist du ausgerüstet. Installiert. Und Nummer 3, bist du auch so schlecht ausgerüstet? Nein, du siehst schon besser aus. Du hast das noch nicht, das noch nicht, das noch nicht. Jetzt müssten sie eigentlich alle drei gleich ausgerüstet sein. Sie haben auch noch Energiezellen, dass sie springen können. Ne, der hier sieht leer aus, 30 Stück. Das ist nicht gut. Aber sie werden am Anfang den Sprungantrieb nicht benutzen können. Also ja, sie können es jetzt gerade benutzen, aber sobald wir das automatisieren später, haben wir wieder ein ähnliches Level-System wie bei den Sektor- und Universumshändlern. Und da benutzen sie erst ab einem gewissen Level die Sprungantriebe, was recht lästig ist. Aber ja. So, du hast... Oh, du hast noch Fracht. Siliziumscheiben. Die solltest du vorher nochmal verkaufen. Handel, verkaufe zum besten Preis Siliziumscheiben. Das würde sonst später nur unseren Laderaum vollmüllen. Also, wir haben jetzt schon mal unsere Support-Schiffe, die für die Stationen zuständig sind, ausgerüstet. Jetzt bräuchten wir noch die Station selber. Dazu fliege ich erstmal Richtung Süden. Wo ist Süden? Da ist Süden. Denn wir müssen in die Wolkenbasis Südost. Da gibt es nur die großen Erzminen. Hier in Argon Prime gibt es eine große Siliziummine zu kaufen, aber halt nur eine mittlere Erzmine. Und wenn schon, dann wollen wir gleich eine große Erzmine haben. Und ja, ich habe mich für eine Erzmine entschieden, primär, weil wir damit unsere ersten Credits auch gemacht haben, mit dem Ankauf und Verkauf von den Erz. Und so sollten wir auch weitermachen, denke ich. Wir haben zwar einiges an Konkurrenz hier, aber die schiere Masse, die wir produzieren werden, wird da schon rausreißen. So, wir wollen weiter nach Süden. Um die Station überhaupt alles kaufen zu können, brauchen wir einen Mammut. Das ist ein riesiges Transportschiff, das 28 Millionen Credits kostet und tierisch schwerfällig ist. Ich denke mal, in der nächsten oder übernächsten Phase werden wir uns selber so ein Ding holen, damit das Ganze ein bisschen schneller geht. Aber bis dahin müssen wir den noch anheuern. Dazu müssen wir im selben Sektor sein und innerhalb einer Reichweite von 25 Kilometern. Und genau deswegen fliege ich jetzt da persönlich hin und mache das nicht über die Universumskarte. So, fliege durch Osttor. Und sobald wir den angeheuert haben, schicken wir den in die Schiffswerft. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Also, schicken wir den Mammut in die Schiffswerft. Da kaufen wir die Station und die ist zusammengepackt in so einem Station-Kit. Davon passen, ich glaube... Erzminengroße dürften 3 oder 4 in den Mammut reinpassen, was schon recht ordentlich ist. Aber wenn man später dann richtig große Komplexe transportieren will, dann muss man halt sehr oft entweder selber mit seinem eigenen Mammut hin und her fliegen oder mehrere NPC-Mammuts heuern. Das Heuern an sich kostet so gut wie gar nichts, was ich ziemlich lächerlich finde, denn das Schiff an sich kostet ja schon 28 Millionen. Und man bezahlt eigentlich nur 1-2.000 Credits für den Transport. Das rentiert sich nicht wirklich und macht in meinen Augen wenig Sinn. Aber, naja. Wir wollen halt Vanilla spielen, da müssen wir auch mit den Preisen klarkommen. Zum Guten wie zum Schlechten. Also, hier haben wir unseren Argon-Lieferanten-Mammut. Den erkennt man ganz gut an diesem außergewöhnlichen Symbol. Auch hier auf der Sektorkarte. Den sprechen wir jetzt an. C. Und sprechen mit dem Captain. Und sagen, ich benötige Hilfe für einen Transport. Genau, 1000 Credits. Absolut lächerlich. Okay, bitte folgen Sie mir. Also momentan hat der Mammut jetzt den Befehl, uns zu folgen, diesen kleinen Discoverer hier, was er niemals schaffen wird, weil er viel zu langsam ist. Aber wir wollen ihm gleich einen neuen Befehl geben. Dafür müssen wir ihn jetzt nochmal ansprechen, was ich ein wenig ungünstig gelöst finde. Also wir den Captain ansprechen und sagen, fliegen Sie zur Schiffswerft. Wolkenbasis Südost, Schiffswerft. Das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Und wir können auch ruhig schon wieder zurückfliegen. Nämlich dadurch. Also ich denke mal, es dauert jetzt 5 bis 10 Minuten, bis der Mammut gedockt hat. Selbst mit Sinza. Und wenn er gedockt ist, dann können wir ihm dann aus der Entfernung den Befehl geben, kauf bitte diese Station für uns ein. Jetzt kommt eine etwas lästigere Aufgabe.
in dem nachfolgenden Teil oder wenn man andere Scripts benutzt, gibt es den Befehl, scanne alle Asteroiden in einem Sektor. Und dann macht das Schiff das automatisch. Das heißt, es tingelt dann von Asteroid zu Asteroid im Autopiloten und scannt jeden. Das können wir hier leider nicht. Das heißt, wir müssen jetzt manuell innerhalb von 10 Kilometern an einen Asteroiden ranfliegen und dann draufdrücken und hier scannen machen. Ich weiß schon ungefähr, wo ein recht guter Asteroid ist, nämlich hier unten. Deswegen fliege ich da schon mal hin. Sonst müssten wir jetzt echt zu jedem Asteroiden hinfliegen und gucken, was für Ressourcen der drin hat und wie gut die Ressourcen sind. Denn es gibt sowas, das nennt sich Ausbeute. Die kann unterschiedlich hoch sein, zwischen, ich glaube, 3 oder sogar nur 1 und 64 teilweise. Ich habe hier aber einen gefunden vor kurzem, der war um die 50 rum. Oh, hier ist Silizium 64. Das wäre natürlich auch absolut genial. Aber eigentlich wollte ich zuerst Erz. Aber wir können ja eigentlich beides machen. Ah, da ist unser Erz mit 51. Den nehmen wir doch mal zuerst. Also ja, wir setzen hier gleich eine Station drauf. Stellen die Station erstmal richtig ein. Ich zeige euch, wie das alles funktioniert. Und danach können wir immer noch eine zweite Station auf diesen Siliziumbrocken hier setzen. Also, wir haben unsere Stelle gefunden. Da fliegen wir erstmal weg, dass wir nicht im Weg stehen. So, dann sagen wir jetzt unseren Merkuren, dass sie schon mal hier in das Gebiet fliegt. Du, Kommandos, Kommandokonsole, fliege zu Sektor Erzgürtel. Kommando akzeptiert. So, das Ganze machst... Achso, du bist schon da? Ne, er verkauft immer noch die Dingens. Ach, na gut, dann nehmen wir halt erstmal nur die beiden hier. Kommando, Kommandokonsole, Navigation... Fliege zu Sektor Erzgürtel. Kommando akzeptiert. So. Und jetzt gucken wir mal auf die Galaxiekarte, was unser Mammut macht. Unser Mammut ist... Oh, der ist schon kurz vor der Schiffswerft. Na gut, dann schmeißen wir doch mal Sinze an und gucken, wie lange er braucht zum Docken. Und hoffen, dass er nicht gegendonnert, aber es sieht gut aus. Handel. Ja, jetzt können wir auch hier Handel betreiben. Wir haben eine recht große Auswahl an Stationen hier unten in Wolkenbasis Südost. Vor allem gibt es auch hier jede Menge Waffenfabriken. Aber wir wollen jetzt diese Erzmine haben. Eine Erzmine L. Sie braucht an Ressourcen nur die Energiezellen und produziert dafür Erz. Energiezellen sind sehr leicht zu bekommen, also dürfen wir da keine Probleme haben. So, einkaufen. Liefern an Argon-Lieferanten-Mammut. Und das war's doch schon. Wir sind jetzt Besitzer einer Station. Wir müssen sie nur noch aufstellen. Also gehen wir wieder zurück, klicken auf die Schiffswerft, auf gelandete Schiffe, auf unseren Mammut, sie sprechen mit dem schreiben den Kapitän an und sagen, fliege bitte in Sektor Erzgürtel. So, jetzt dauert es wieder ewig, bis er hierher fliegt, denn die NPC-Schiffe benutzen keinen Sprungantrieb. Was ich ebenfalls recht lächerlich finde, denn bei so einem Riesenschiff, das so viel kostet, dann kann man auch für 100.000 Credits einen Sprungantrieb installieren, oder? Aber naja. So, Merkur 1 und 3 sind schon mal in der Nähe, das ist gut. Den können wir dann gleich eine neue Heimatbasis zuordnen. Nummer 2 scheint noch eine Weile zu brauchen. Also, Sinza an und gucken, was passiert. Ich könnte aber auch in der Zwischenzeit noch ein wenig mehr Asteroiden scannen. Obwohl, 2 reichen wirklich erstmal für den Anfang. Die beiden richtig einzustellen, zum Laufen zu bringen, wird auch eine Menge an Credits erstmal schlucken. Denn die Lager sind ja vollkommen leer. Und ich versuche jetzt von vornherein die Station einigermaßen zu automatisieren. Das heißt, unsere Schiffe versuchen die Lager zu füllen. Und um die Lager zu füllen, müssen erstmal jede Menge Ressourcen gekauft werden. Und das wird aus unserer Tasche bezahlt. Also ja, wenn ihr eine Station kauft, solltet ihr auf jeden Fall darauf achten, dass ihr einen guten Puffer habt. Mindestens den Preis der Station nochmal in Reserve. Außer es ist jetzt irgendeine ganz große Station, aber so viele Credits dürftet ihr am Anfang ja gar nicht haben. So, unser Merkur ist fertig, sehr schön. Hat jetzt fast keinen Platz mehr im Frachtraum. Fast gar nichts mehr im Frachtraum. Das heißt, Navigation, bitte fliege zu Sektor... Oh Mann, bist du weit weg. Fliege zu Sektor Erzgürtel.